Hallo liebe Gruselfreunde bei Hör gut zu, dem Kanal, bei dem es etwas auf die Ohren gibt. Wir freuen uns, heute eine neue Geschichte von Jeremy Michels vertonen zu dürfen. Und wenn wir euch neugierig gemacht haben, dann geht doch mal auf seine Blogseite Geister und Legenden. Dort findet ihr noch weitere spannende Geschichten. Und nun gruseliges Zuhören bei Die Clownstatue. Es war einer dieser anstrengenden Babysitterabende, die einfach kein Ende nahmen. Die Kinder, zwei kleine Mädchen, das eine 6, das andere 9, weigerten sich einzuschlafen. Es brauchte 2 komplette Bilderbücher, etliche beantwortete Warum-Fragen und eine Menge Nerven, bis sie endlich schliefen. Ich war erleichtert. Hätte ich jedoch gewusst, was an diesem Abend passieren würde, hätte ich wohl lieber noch mehr Bilderbücher herausgesucht. Nachdem ich das Licht ausgeschaltet hatte, sah ich noch einmal zu den beiden schlafenden Gören. Die kleine Nachtlampe beleuchtete das Zimmer schwach. Natürlich, jetzt wo sie schliefen, wirkten sie wie die liebsten Engel der Welt. Ein Lächeln zog sich über meine Lippen. »Gute Nacht, ihr kleinen Monster«, flüsterte ich. »Den Rest des Abends würde ich für mich haben.« Ich war schon einige Male bei der Familie babysitten, wusste also, dass der einzig funktionierende Fernseher mit Kabelanschluss im Schlafzimmer der Eltern stand. Trotzdem wollte ich nicht ohne ihre Erlaubnis in ihre Privatsphäre eindringen. Zum Glück besaß der Vater ein eigenes Mobiltelefon. Also ging ich zum Haustelefon, nahm den Hörer ab und wählte die Nummer, die die Eltern mir auf einen Zettel geschrieben hatten. Während ich auf eine Antwort wartete, spielte ich mit der Telefonschnur. Eine Angewohnheit, die ich mir von zu Hause angeeignet hatte, seit ich ein eigenes Telefon am Bett hatte. »Hallo?« meldete sich Mrs. Brooks am anderen Ende. »Hi, hier ist Nancy«, sagte ich. »Nancy? Alles in Ordnung? Ist was mit den Kindern?« »Nein, nein, alles gut. Die beiden schlafen jetzt. Ich wollte nur fragen, ob ich den Fernseher benutzen darf.« »Ach ja, natürlich. Aber lass die Türen bitte offen, damit du die Kinder hören kannst. Layla hat in letzter Zeit häufig Albträume.« »Ja klar, mache ich.« Innerlich ärgerte ich mich darüber, wenn ich dann mitten an einer spannenden Stelle aufhören musste. Ja, aber immerhin wurde ich dafür bezahlt. Ich hoffte trotzdem, dass es ein ruhiger Abend werden würde. Wenig später ging ich ins Schlafzimmer. Sofort konnte ich in der Dunkelheit die Silhouette einer Person an der gegenüberliegenden Wand erahnen. Erschrocken hielt ich inne. »Hallo? Wer ist da?« fragte ich, während ich die Wand nach dem Lichtschalter abtastete. Die Gestalt antwortete nicht. Sie zeigte auch sonst keinerlei Reaktion. Sie saß einfach nur regungslos da. Endlich fand meine Hand den Lichtschalter. Ich zögerte. Vielleicht war die Gestalt ja gar keine Gestalt. Vielleicht lag oder stand dort nur irgendetwas, das annähernd wie eine sitzende Person aussah. Das war jedoch nicht der Fall. Trotzdem ich sogar mit einer Person gerechnet hatte, zuckte ich zusammen. Ich konnte gerade noch einen Aufschrei unterdrücken. Die Person war jedoch nicht einfach eine Person. Es war eine Statue. Eine Clownstatue. Sie starrte mit ihren leeren Augen in den Raum, während sie still dasaß. »Was zur Hölle?« fragte ich mich leise. »Wer würde denn so ein hässliches Ding im Zimmer haben wollen? Das als Puppe war ja schon unheimlich genug, aber eine lebensgroße Clownstatue?« Mrs. Brooks stand auf allerlei Kitsch, aber das hätte ich selbst ihr nicht zugetraut. Ich entschied, die Clownstatue nicht weiter zu beachten. Schaltete den Fernseher ein, suchte einen interessanten Sender heraus und setzte mich aufs Bett. Ich hatte den Anfang zwar verpasst, kannte den Horrorfilm jedoch bereits, weswegen ich hoffte, schnell wieder in die Story hineinzufinden. Doch es gelang mir nicht. Immer wieder schweifte mein Blick ab zu der Clownstatue, die ich stets aus den Augenwinkeln sehen konnte. Sie sah so verdammt echt aus. Die Haare waren tatsächliches Kunsthaar, die Augen hatten einen lebensechten Glanz, sogar die geschminkte Haut wies grobe Falten aus. So ging das nicht weiter. Ich konnte so keinen Horrorfilm gucken, nicht mit diesem Ding im Zimmer. Also stand ich auf, ging zum Fernseher, drückte auf den Knöpfen herum und suchte nach einem besseren, weniger unheimlichen Programm. Als ich etwas gefunden hatte, setzte ich mich aufs Bett zurück. Doch es war zu spät. Ich konnte die vom Horrorfilm untermalte Stimmung nicht mehr loswerden. Zu sehr hatte die Clownstatue bereits meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich überlegte, ob ich ein Handtuch oder eine Decke über das scheußliche Teil werfen sollte, hatte jedoch Angst, dass es die Haare ruinieren könnte.
Denn so furchtbar ich die Statur auch fand, bei der Liebe zu den Details war sie sicherlich nicht billig gewesen. Ich versank noch weiter in meinen Gedanken und schenkte der Serie inzwischen gar keine Aufmerksamkeit mehr, als ich plötzlich wieder ins Hier und Jetzt zurückgerissen wurde. Hatte der Clown gerade geblinzelt? Ich musste es mir eingebildet haben. Trotzdem bereitete es mir solch ein Unbehagen, dass ich keine Sekunde länger in dem Zimmer bleiben wollte. Schnell stand ich auf, schaltete den Fernseher und das Licht aus und verließ den Raum. Schnurstracks ging ich zum Telefon. Während ich auf eine Antwort wartete, spielte ich wieder mit dem Telefonkabel, diesmal jedoch aus Nervosität statt aus Langeweile. »Ja«, meldete sich Mr. Brooks wieder. »Nennt Sie ihn nochmal hier. Es tut mir leid, Sie noch einmal zu stören, aber dürfte ich vielleicht die Clownstatue in Ihrem Schlafzimmer mit einer Decke abdecken? Sie macht mich furchtbar nervös. Ich hasse Clowns und...« »Clownstatue«, unterbrach Mr. Brooks mich. »Ja, dieses furchtbar lebensecht aussehende Teil. Zuerst dachte ich, es wäre ein Einbrecher, bis ich bemerkt habe, dass es sich nicht bewegt.« Stille. »Mr. Brooks, sind Sie noch da?« hakte ich nach. »Nancy, ich will, dass du sofort die Kinder nimmst und aus dem Haus verschwindest. Hast du verstanden?« Die Panik in seiner Stimme ließ bei mir alle Alarmglocken läuten. »Ich, Mr. Brooks, was ist denn los?« fragte ich verwirrt. »Vorhin kam im Radio eine Durchsage von einem Mörder, der aus einer Nervenheilanstalt geflohen ist,« verwirrte Mr. Brooks mich weiter. »Ich verstehe nicht. Was hat das mit der Statue zu tun?« »Nancy, wir besitzen keine Clownstatue.«